Guten Abend und Glückwunsch dem Rüdiger und Wien Wiesbaden zum Sieg heute, auch zum verdienten Sieg. Wir haben zwar in der ersten Halbzeit mehr Ballbesitz gehabt, aber Wiesbaden war gefährlicher, war gefühlt auch aggressiver in den Zweikämpfen, hat da eine bessere Körpersprache auch gehabt. Wir haben Probleme gehabt, aus dem mehr an Ballbesitz Tempo reinzubekommen. Wenn wir mal dann vorne mal die ein oder andere Situation hatten, konnten wir am Ball nicht behaupten und somit wenig Aktionen vom Tor. Hatten schon Glück, vor allen Dingen bei einer, Kontersituation, wo es schnell geht, mit wenig Kontakten, wo Wiesbaden schon in Führung gehen kann, dass es eben nicht passiert. Und so konnten wir in der Halbzeit mit 0-0 uns eigentlich neu ausrichten. Haben dann leider den Fehler gemacht, dass wir da vor dem 1-0 ins Verderben gelaufen sind, den Ball verloren haben und Wiesbaden gut kontert, mit Wille das 1-0 macht, sich durchsetzt. Und da mussten wir hinterherrennen. Ich glaube, nach dem Wechseln dann Mitte der zweiten Halbzeit waren wir dann besser im Spiel. Dann hatten wir ein paar gute Möglichkeiten auch, den Ausgleich zu machen. Aber hat halt von allem was gefehlt, so ehrlich muss man sein. Der Gegner war besser, hat mehr diesen Willen, der uns so oft ausgezeichnet hat, heute besser auf den Platz bekommen und somit sind wir verdient heute im DFB-Pokal ausgeschieden. Ja, ich glaube, dass Frank Schmidt das Spiel sehr, sehr gut analysiert hat. Ja, ich sehe es genauso, es war kein unverdienter Sieg, sondern es war ein verdienter Sieg. Wir waren die bessere Mannschaft, wir waren vor allem mentalitätsmäßig besser als Heidenheim und das sagt schon sehr, sehr viel aus. Das ist schon dann ein absolutes Lob für meine Mannschaft. Wir haben den Treffer erzwungen, wir haben es immer wieder versucht, den Gegner einerseits anzulaufen, andererseits auch den Ball mal unter Kontrolle zu halten. Ja, ich sehe die Spielanteile bzw. den Ballbesitz eher 50-50, vor allem in der ersten Halbzeit. Ich glaube, dass Heidenheim erst gegen Ende des Spiels einen Tick mehr die Kontrolle bekommen hat, den Ball bekommen hat, natürlich auch mehr Risiko gegangen ist mit ihren Einwechslungen und dann logischerweise auch ein bisschen mehr Oberhand hatte und da mussten wir uns natürlich extrem wehren. Ja. Ich bin sehr, sehr froh, nach den letzten Monaten, auch das direkte Duell mit Frank Schmidt zum ersten Mal, glaube ich, für mich entschieden zu haben. Ich müsste nochmal nachschauen, aber ich kann mich eigentlich nur an Niederlagen gegen Frank erinnern, vor allem in Pokalspielen, weil ich mit Sonnenhof Großaspach oft gegen Heidenheim ausgeschieden bin. Und ich habe gehofft, dass wir es heute mal irgendwann brechen können, deswegen bin ich natürlich auch da. Sehr, sehr froh, aber Frank hat eine sensationelle Arbeit in Heidenheim gemacht, deswegen kann man gegen Heidenheim sicherlich auch mal oder öfters als Verlierer vom Platz gehen. Aber heute haben wir es einfach gezeigt. Nach den schweren Wochen, die wir hatten, dass wir eine neue Mannschaft zusammengefunden haben, die sicherlich Potenzial hat, die sich weiterentwickeln wird und die dann auch hoffentlich in der Saison, und das ist die Grundvoraussetzung, genau die gleiche Mentalität zeigt nächste Woche gegen Verl, wie sie es heute auch gezeigt haben. Und da werden wir dann den Hebel ansetzen ab morgen früh, wenn wir dann regenerieren, auslaufen und dann werden wir uns voll und ganz auf Verl konzentrieren und müssen jede Woche genau diese Leistung abrufen, um dann auch in der Liga bestehen zu können. Danke. Vielen Dank, Rüdiger. Haben Sie Fragen an unseren Cheftrainer? Dann bitten wir um ein kurzes Handzeichen dort hinten. Manfred Schäfer von der Bild-Zeitung fängt an. Rüdiger, die Frage muss kommen. Hast du einen neuen Chef? Ja, jetzt hat er ein Tor gemacht. Soll sich mal nicht zu sehr feiern lassen. Ja, soll jetzt nicht durch Wiesbaden rennen, sondern soll gucken, dass er weiter hart arbeitet an sich. Ja, das hat er gemacht jetzt im letzten halben Jahr nach seiner Verletzung, die ihm sehr, sehr wehgetan hat. Deswegen freue ich mich natürlich für den Tizi. Aber er hat noch einen weiten Weg vor sich. Ja, er hat heute ein klasse Spiel gemacht. Vorne drin hat das Tor gemacht, Tor des Tages. Ich glaube, Man of the Match. Und ab morgen gilt seine volle Konzentration, dass er gegen Verl eben wieder Man of the Match wird. Und dafür gilt es eben auch hart wieder zu arbeiten. Und deswegen soll er sich heute nochmal, wie gesagt, ein bisschen auf die Schulter klopfen und ab morgen kriegt er wieder in den Arsch getreten. Alex Schlögl vom SED, bitte. Rüdiger, siehst du irgendeine Gefahr, dass die Mannschaft jetzt nach dem heute doch sehr überzeugenden Spiel abheben könnte, zumal es ja jetzt gegen Verl, gegen einen, in Anführungszeichen eher etwas unspektakuläreren Gegner geht, wenn man das jetzt mal so sagen darf. Gegen einen sehr gefährlichen Gegner, weil ich habe Verl in den letzten Jahren sehr, sehr oft beobachtet und sie haben einen hervorragenden Trainer.
Sie haben eine hervorragende Mannschaft, sie haben einen hervorragenden Plan. Und wenn wir auch nur annähernd denken, dass wir ein paar Prozent weniger, weil wir heute ein tolles Spiel gemacht haben, nächste Woche wieder gewinnen, dann sind wir auf dem absolut falschen Weg. Ja, sondern wir müssen beweisen, dass wir das Gleiche wieder abrufen können. Und das ist das, was ich von der Mannschaft fordere und von der Mannschaft auch erwarte. Und sie müssen gucken, dass sie diese Woche einerseits erstmal sich erholt und dann wieder voll und ganz auf den Fokus nächsten Samstag, Saisonstart, erster Spieltag. Da gibt es nichts, wo ich weglasse oder dass ich weniger mache, sondern ich muss noch mehr machen, als wir heute getan haben. Weiter geht's bei Matthias Schlenger vom Kicker. Ja, jetzt hat man die zweite Runde Pokal erreicht. Erleichtert das eventuell auch das eine oder andere Gespräch mit Neuzugängen, die vielleicht noch abgewartet haben, wo sie aufschlagen und was der Verein vielleicht zu bieten hat? So, dann können wir gehen und der Hockey kann sich hinsetzen, weil das ist Hockey seine Aufgabe, die Frage zu beantworten, ob es erleichtert ist oder Nico mit dem Finanziellen. Also ich habe mit dem Finanziellen nichts zu tun, ich weiß nicht, was die nächste Runde bringt. Ich freue mich über den Sieg heute, freue mich, dass meine Mannschaft vieles umgesetzt hat von dem, was ich erwarte. Weiß aber auch, dass wir aufgrund unserer Breite, ich glaube, den Spielberichtsbogen hat jeder in der Hand gehabt, dass wir sicherlich auch noch das eine oder andere brauchen. Ja, und wir haben heute gesehen, Stefan Aigner ist krank ausgefallen und wir konnten auch ihn ersetzen, was sicherlich in unserer Situation nicht einfach ist. Aber das freut mich auch für die Mannschaft und genau so müssen wir wahrscheinlich jede Woche immer wieder jemand anders ersetzen und deswegen ist es wichtig, eine Breite im Kader zu haben, ja, um dann auch eben Ausfälle zu kompensieren, ja, oder auch mal Formschwächen auszugleichen oder vielleicht auch mal auf einen Gegner zu reagieren. Und deswegen sind wir sicherlich noch nicht ganz fertig. Und leichter wird es mit mehr Geld immer. Ich sehe keine, doch eine noch, Stefan Kretzelius vom Wiesbadener Kurier. Wie habt ihr heute die Stimmung wahrgenommen, wo wieder 250 Leute im Stadion waren? Wie ist das angekommen auf dem Platz? Toll, wirklich. Es macht einfach wieder Spaß und ich hoffe auch, dass wir da sehr, sehr schnell wieder in den normalen Ablauf reinkommen. Ja, ich hoffe, dass wir das alles unter Kontrolle kriegen. Und es war einfach toll, egal wie viele Zuschauer es da waren, aber es hat einfach wieder Spaß gemacht, wenn man auch so ein paar Emotionen hinter sich mal mitbekommt. Ja, und einfach auch Anfeuerungsrufe. Ja, ich glaube, das ist auch eine Mannschaft beflügelt. Und wie gesagt, ich wünsche mir, dass unsere Fans relativ schnell wieder zurückkommen, am besten sogar in ihren Block. Ja, ich weiß nicht, wie da die Gegebenheiten sind, aber was ich so in den letzten Tagen gelesen habe, das ist jetzt nicht mein Hauptthema. Aber ich glaube, dass wir auf einem guten Weg sind, vielleicht eine Lösung zu finden. Ich glaube, dass der Fußball da sehr, sehr viel in Bewegung setzt. Und ich hoffe, dass bald wieder mehr Zuschauer herkommen dürfen, beziehungsweise überhaupt ins Stadion gehen dürfen und das Leben alles ein bisschen wieder in die vordere oder in den normalen Bereich bringt.